Sie sind hier, 21. Januar 2019, 13.35 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Peter Dreiseitel ist nicht länger Trainer der Kölner Haie. Urheberrecht Getty Images. Die Kölner Haie trennen sich überraschend von Trainer Peter Dreiseitel. Der Nachfolger besitzt langjährige NHL-Erfahrung und übernimmt ab sofort. Die Kölner Haie haben sich überraschend von Trainer Peter Dreiseitel, 53, getrennt. Der frühere Nationalspieler muss nach 14 Monaten beim achtmaligen deutschen Meister gehen, wie der Club aus der DEL am Montag bekannt gab. Den Posten übernimmt bis zum Saisonende der Kanadier Dan Lacroche, 49, gleichzeitig Nationaltrainer Litauens. Wir haben in den letzten Wochen eine sehr ausführliche Analyse unseres sportlichen Bereichs vollzogen. Infolgedessen haben wir Entscheidungen getroffen, von denen wir überzeugt sind, dass sie die Grundlage für sportlichen Erfolg und die Stabilisation der Haie sein werden, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. In diesem Zusammenhang soll der Vertrag mit Sportdirektor Mark Mahon um 2 weitere Jahre bis 2021 verlängert werden. Dreiseitel überrascht. Dreiseitel traf die Entlassung überraschend. Ich habe es nicht kommen sehen, aber ich muss die Entscheidung akzeptieren. Ich kann und will jetzt nur Danke sagen, dass ich in Köln arbeiten durfte, und ich hätte es natürlich gerne länger getan, sagte der Vater von Nationalspieler und NHL-Profi Leon Dreiseitel dem Kölner Express. Die Haie sind nach 41 von 52 Spieltagen Tabellenfünfter und stehen kurz vor der Qualifikation für die Playoffs. Wir sind davon überzeugt, dass ein Trainerwechsel in der jetzigen Situation und im Hinblick auf den Hauptrundenendspurt und die anstehenden Playoffs notwendig war, um das Team, trotz der ordentlichen Tabellensituation, sportlich weiterzuentwickeln, sagte Mahon. Lacroche kommt aus der NHL. Lacroche war seit der Saison 2006-07 mit einem Jahr Unterbrechung in der NHL tätig, zuletzt 4 Jahre als Assistentcoach bei den Montreal Canadiens. Zuvor stand er für die New York Rangers, die Tampa Bay Lightning und die New York Islanders als Co-Trainer hinter der Bande. In seiner 14-jährigen Spielerkarriere erreichte Lacroche 1997 mit den Philadelphia Flyers das Stanley Cup-Finale, von Sportinformationsdienst.